Hallo, wir haben 14 Uhr und starten ganz pünktlich in unser Webinar heute zu dem Thema Soforthilfe für dein Content Marketing. Was tun, wenn Inhalte nicht funktionieren? Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ihr könnt gerne mal in die Chatbox schreiben, ob ihr uns gut hört und uns sehen könnt. Und genau, ich bin Olga für alle, die mich noch nicht kennen. Ich moderiere die Webinare bei Yology und stehe euch für alle Fragen zur Verfügung. Genau, bevor wir in die Präsentation starten, möchte ich noch ein paar organisatorische Dinge sagen. Aileen, danke schön. Man kann dich gut hören und sehen. Das freut mich. Genau, wir starten ins Organisatorische und dann direkt in die Präsentation. Das heißt, für alle, die vielleicht heute das erste Mal dabei sind, habe ich eine kleine Übersicht mitgebracht, um einfach uns als Agentur vielleicht kennenzulernen. Wir sind in den Bereichen SEO, Brand- und Performance-Marketing, Content Creation, Content Outreach, Social Media Marketing und auch im Bereich Tracking und Analytics aktiv. Einfach als Übersicht für euch, falls ihr euch da gerne austauschen wollt oder Fragen habt, wie ihr euch unterstützen könnt, könnt ihr euch gern jederzeit bei uns melden. Genau. Was wichtig natürlich auch für alle zu wissen ist, dass unsere Webinare immer aufgezeichnet werden. Das heißt, ihr könnt euch jetzt entspannt eigentlich zurücklehnen. Es gibt im Nachgang die Aufzeichnung und die Präsentation als PDF per E-Mail. Genau, wir haben heute einen kleinen Test mit euch vor. Wir möchten ein Umfragetool für unsere Webinare testen und haben uns hier für Slido entschieden. Das heißt, hierzu braucht ihr eigentlich nur euer Smartphone und könnt über den QR-Code eure Fragen stellen oder eben an den Umfragen teilnehmen. Hier habe ich gleich mal den ersten QR-Code für unsere Q&A-Session am Ende des Webinars. Gerne jederzeit eure Fragen einfach reinschicken. Wir beantworten das quasi im Anschluss der Präsentation zusammen. Genau, ich bin nicht alleine heute hier, das seht ihr ja. Ich habe Linda aus dem Outreach-Team dabei und Christoph aus der Content Creation. Die beiden, ja, sind unser Content-Experten-Duo heute, sage ich mal, und werden sich gleich auch noch mal kurz vorstellen. Ich ja, wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und wir hören uns. Ja, danke, Olga. Dann mache ich mal den Anfang. Ich bin die Linda. Ich bin seit über 5 Jahren jetzt schon bei Yology im Outreach-Team dabei. Habe schon einige Content-Marketing-Projekte, ja, Outreach gesiedet, betreut, begleitet eben von der Erstellung her, ja, hin bis zur Durchführung, bis zum Sieden und eben dann aber auch bis zur Anpassung, eben den Soforthilfetipps, die wir hier jetzt unter anderem mit reingebracht haben, weil es dann eben nicht ganz so gut gelaufen ist. Deswegen kann ich da so ein bisschen aus dem Nähkästchen aus auch plaudern. Ja, und Christoph, jetzt darf ich schon an dich übergeben. Ja, danke schön. Von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen. Ich bin der Christoph, ich bin Teamlead Content Creation und genau, ich bin im Bereich Content Creation eben als hauptsächlich im Bereich Consulting tätig. Das heißt, ich berate unsere Kunden in allen Bereichen ja, rund um ja, die Themen, Inhalte, welche Content Creation Pieces können wir spielen, was sollte man machen und so weiter. Genau, damit würde ich gleich mal weitergehen zur Agenda. Was haben wir heute für euch dabei? Wir wollen uns erstmal anschauen, wie bewertet man denn eigentlich, ob ein Content-Marketing-Projekt schiefgelaufen ist, ob da irgendwas nicht gepasst hat, und wollen euch dann auch so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand geben. Was gibt es denn für Outreach-Maßnahmen, mit denen man nachsteuern kann? Welche Content-Maßnahmen gibt es? Welche Marketing-Maßnahmen kann man durchführen? Auch, was sollte man im Bereich SEO machen? Und dann so als kleinen Abschluss auch noch ein paar präventive Maßnahmen, dass man wirklich sagen kann, was sollte man das nächste Mal denn besser machen? Genau, und am Schluss zusammengefasst nochmal unsere Learnings. Dann kommen wir mal zu der Umfrage, die die Olga gerade schon angesprochen hat. Die erste Frage wäre, wie oft führst du denn Content-Marketing-Kampagnen durch? Genau, könnt ihr gerne mal kurz Handy screenshotten oder den QR-Code scannen oder eben übers Web reingehen, über slido.com.
Genau. Ja, also keiner alle 2 Jahre, das ist natürlich schon mal gut. Man will ja dann auch regelmäßig Content spielen und sich regelmäßig irgendwie in die, ja, ins in die Medien raus positionieren. Genau, man sieht auf jeden Fall auch schon, dass ihr alle Erfahrungen habt. Mehrmals jährlich ist natürlich super. Genau. Genau. Dann habt ihr vielleicht ja auch schon das eine oder andere Projekt oder eine Kampagne erlebt, die vielleicht nicht so ganz gut gelaufen ist. Deswegen seid ihr hier dann perfekt. Genau, und damit kommen wir auch schon direkt zur nächsten Frage. Bringen deine Content-Marketing-Kampagnen die gewünschten Ergebnisse? Meistens ist auch gut dabei. Ja, die meistens geklickt haben, da bin ich ja dann am Ende auch mal gespannt, ob wir euch noch ein paar neue Tipps geben konnten oder ob ihr da vielleicht auch eine andere Herangehensweise habt, oder auch noch andere Tipps auch für die Zuhörer. Genau, dann einfach gerne mal Genau. melden am Ende, wenn ihr mögt. Genau, aber für den Genau. Rest Und perfekt. die letzte Frage: Wie misst du den Erfolg deiner Kampagnen? Welche Kennzahlen wertest du aus? Also da dürft ihr gern aktiv was eintippen. Leads ist auf jeden Fall natürlich eine wichtige Kennzahl. Ja. Okay, da haben wir auch ein paar andere Sachen. Sehr schön. Ja, genau, die Rankings, weil wir dann irgendwie auch auf Google auftauchen, Engagement, genau. Genau, Verlinkungen, das ist natürlich dann auch mein Part im Outreach oder beziehungsweise auch Social Media. Genau, da gebe ich euch dann später auch noch ein paar Tipps. Genau, es wird noch getippt, also wir warten noch mal ganz kurz. Ja, sehr cool. Also vielen Dank schon mal für den großen Input. Lassen wir auch mal so stehen, und gehen dann direkt weiter. Genau, dann darf ich mir die. Den Bildschirm schon mal klauen. Ich teile kurz, dauert einen kurzen Moment. So, jetzt Präsi. Passt alles, seht ihr meine Präsentation und nicht meinen Presenter-Mode hoffentlich. Passt, wunderbar. Dann starte ich einfach mal mit der Bestandsaufnahme der Ausgangslage. Wir haben uns nämlich so ein kleines Beispiel überlegt, wo wir uns jetzt so ein bisschen ranhangeln wollen, das ganze Webinar über, und zwar ein E-Book zum Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, Nachhaltigkeit ist ja überall ein Thema, wird ja oft auch so ein bisschen als Überbegriff verwendet zum Thema ja, Ressourcenschonen, Umweltschutz, Biodiversität und so. Also all die Themen kann man ja da gut zusammenfassen. Bietet sich natürlich dann auch an, hier eine große Kampagne draus zu machen. Und irgendwie muss sich ja auch jeder damit irgendwann mal auseinandersetzen. Und als Unternehmen hat man da ja noch so ein bisschen so die Vorbildfunktion und ja, bietet sich dann eben ganz gut als Beispiel an. Ja, was steckt in so einem E-Book eigentlich drin? Natürlich von Anfang an erstmal so ein Kreativitätsworkshop. Man muss dann irgendwie in die Themenfindung gehen, hat die Texterstellung, dann kommen dann vielleicht Experten noch rein, die man dann interviewt, die dann ihre vielleicht auch einen eigenen Abschnitt, ein eigenes Kapitel dann reinschreiben. Tipps und Tricks, man muss irgendwie Bilder, Grafiken erstellen, es muss dann irgendwann gelayoutet werden. Am Ende braucht man natürlich dann auch noch eine Landingpage. Ja, und der größte Schritt ist natürlich dann am Ende, ganz am Ende die Veröffentlichung, dass es dann wirklich auch live geht.
Klar, das Ganze gilt natürlich nicht nur für E-Books, auch für Infografiken, vielleicht irgendwie für eine coole Kampagne, für eine coole Studie oder irgendwas, die man veröffentlichen möchte. Kommt natürlich immer darauf an, für welches Content-Marketing-Projekt man sich entscheidet. Aber im Endeffekt kann man sagen, es ist viel Arbeit, es sind viele Schritte, die da ja absolviert werden müssen. Es sind einige Personen dran beteiligt und wenn man da so viel Arbeit, so viel Personen so viel Geld vielleicht dann auch reinsteckt, dann möchte man natürlich auch, dass das E-Book oder das Projekt dann irgendwann gut ankommt, dass es gefunden wird über Google, über die Website oder eben über andere Wege, dass es gelesen wird und dass es natürlich am Ende dann irgendwie auch geteilt wird, um dann noch ein paar mehr Menschen zu erreichen. Nach einem gewissen Zeitraum, ja, bewertet man natürlich dann die Performance vom E-Book, von der Infografik, wie auch immer, hier jetzt ja natürlich das Nachhaltigkeits-E-Book. Und vielleicht muss man dann eben feststellen, man hat jetzt irgendwie kaum Klicks bekommen, Traffic war jetzt auch nicht so da, das E-Book wurde vielleicht wenig downgeloadet, eben keine Leads, keine Ranking-Position hat man erreicht, eben keine Positionen in den SERPs. Also immer im Endeffekt war es irgendwie ein bisschen enttäuschend, nicht so wie erhofft. Genau. Und dann wollen wir im ersten Schritt euch mal raten. Überlegt mal, habt ihr euch vielleicht die falschen Ziele gesetzt und man konnte es deswegen nicht so gut erreichen? Oder waren die Ziele vielleicht doch richtig, aber man hat sie doch nicht so erreicht? Bei den falschen Zielen, ja, gibt verschiedene Gründe, warum sie falsch sein können. Vielleicht wurden sie zu hoch gesetzt. Keine Ahnung, 500.000 Klicks in einem Monat. Vielleicht waren sie nicht messbar. Man hat gesagt, man will viele Klicks erreichen. Das ist ja, man muss ja irgendwie schon eine Zahl dahinter stellen. Wichtig ist auch der Bewertungszeitraum. Der sollte nicht zu kurz sein. Unsere Empfehlung ist da immer 6 Monate, dass man auch wirklich, ja, dass sich das entfalten kann, dass sich Google da eine Meinung dazu machen kann, dass die Leute es einfach auch sehen und genau, dass sich da einfach alles, wenn man da irgendwie Links hat, wenn man da Erwähnungen hat, die Klicks, dass sich das auch einfach ein bisschen entfalten kann. Deswegen sagen wir immer so, in dem Fall jetzt Ziele neu definieren und genau nach circa 6 Monaten einfach nochmal neu bewerten. Ja, wenn man aber die richtigen Ziele hat und die aber nicht erreicht hat, muss man sich natürlich auf die Suche begeben, woran hat es gelegen, was sind die Ursachen? Genau, dann einfach mal das Vorgehen überdenken. Kann man da vielleicht noch was ändern? Zum Beispiel die Outreach-Maßnahmen. Man kann allgemeine Maßnahmen starten im Marketing. Die äußeren Faktoren muss man natürlich auch immer ja, mit einbeziehen. Wie steht das Thema Nachhaltigkeit vielleicht gerade in der Öffentlichkeit da, in den Medien? Ist da vielleicht das Thema das Problem ein bisschen? Ja, ein bisschen auch den Content mal anschauen, die Inhalte besser machen, kann man da vielleicht noch was überarbeiten, dass es vielleicht für den Leser, aber vielleicht auch für die Suchmaschine ein bisschen besser, ja, lesbar ist, ein bisschen besser, nutzerfreundlicher ist. Genau, und guter Punkt ist auch immer vergleichen mit ähnlichen Inhalten. Kann man da irgendwie ein Verbesserungspotenzial ableiten und natürlich gern auch immer Feedback von außen einholen, von Mitarbeitern, von unbeteiligten Personen, vielleicht auch vom Nachhaltigkeitsblog, vom Nachhaltigkeitsmagazin, wie auch immer, dass man da wirklich sich mal ein Feedback von unabhängigen Experten einholt und der die Kritik dann eben mal annimmt, die umsetzt, damit dann am Ende das ja, E-Book am besten viel, viel besser performt. Und dazu gehen wir nochmal jetzt im Einzelnen drauf ein, geben wir euch Tipps, was ihr dann tun könnt. Ja, im Detail natürlich die Outreach-Maßnahmen. Der Christoph gibt euch Tipps zum Content. Ein bisschen SEO haben wir noch dabei. Ja, allgemeine Marketing-Maßnahmen. Und ich darf jetzt mit den Outreach-Maßnahmen starten. Da habe ich mal eine kurze Übersicht für euch. Ja, Outreach bedeutet natürlich nach außen. Wir gucken uns mal die Zielgruppe an, die Art der Veröffentlichung, die äußeren Faktoren, ein bisschen in die inneren Faktoren, die mit dem Outreach zusammenhängen. Und genau, gehen da einfach mal ein bisschen so auf die einzelnen Punkte ein, die ihr hier sehen könnt. Jo, und das Ziel ist natürlich dann einfach, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, und zwar eine gute Performance vom E-Book, dass wir wirklich dann Rankings erzielen können, dass wir uns die Leads bekommen, dass ganz viel Traffic auf unsere Seite kommt, auf die Landingpage. Und genau, starten wir mit den Kanälen. Ja, was soll ich sagen? Das Internet ist unendlich. Warum nutzt man das dann auch nicht? Also sprich, nicht nur den klassischen Presseverteiler nutzen, die eigenen Kanäle, die eigenen Facebook-Kanäle vielleicht oder
sei es vielleicht nur die Website, wo man vielleicht da kurz einen Teaser hat oder einen Pop-up, wo dann das E-Book kurz an den Webseitenbesucher angezeigt wird. Da ist natürlich dann auf jeden Fall besser, thematisch passende Portale mal anzufragen, Blogs, sich passende Artikel zu suchen, geht ja gut mit Google Alerts oder einfach mit der Google-Suche. Man guckt mal, ob irgendwelche Zeitungen, Magazine über das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel gesprochen haben, geschrieben haben. Ist ja immerhin ein aktuelles Thema, ist irgendwie in aller Munde. Und fragt dann eben mal an, kann man da das E-Book vielleicht einbinden oder informiert sie zumindest über die Existenz des E-Books, weil wo keiner weiß, dass irgendwo ein E-Book entsteht, da sucht dann natürlich irgendwie auch keiner danach. Nutzt vielleicht auch E-Book-Plattformen, ladet das E-Book dort hoch, wieder mit Hinweis zu eurer Landingpage selbst. Dann haben vielleicht noch mehr Menschen, die sich vielleicht wirklich gezielt nach einem E-Book zum Thema Nachhaltigkeit interessieren, das dort zu finden. Nutzt eure eigenen Newsletter, um das an eure Kunden oder vielleicht auch an Interessenten, an breit gefächerten Kundengruppe, Zielgruppe zu spielen. Aber ihr könnt vielleicht auch die Newsletter von einem anderen Blog oder von einem anderen Magazin nutzen, wenn sie es vielleicht nicht so sehr auf der Website sehen oder nicht so sehr auf die Website einbinden wollen, schicken sie es vielleicht im Newsletter mit oder machen vielleicht sogar beides, was natürlich dann auch cool wäre. Genau, Social Media ist gerade bei uns im SEO, On-Page, Off-Page ist da jetzt noch nicht so ganz angekommen, sage ich mal. Social Media spielt da vielleicht auch nicht ganz so gut mit rein, ist aber natürlich ein sehr guter Verbreitungskanal. Viele nutzen die sozialen Netze mittlerweile als eigene Suchmaschine. Man kann dort eben posten, man kann sich Influencer suchen oder einfach kleine Profile, die sich vielleicht mit dem Thema Nachhaltigkeit beschaffen und sich dort so ein bisschen die Reichweite schaffen, die Klicks, die Views vielleicht ein bisschen an Land ziehen, indem man eben hier so in diese Nische reingeht und sich passende Social-Media-Profile sucht. Und zu guter Letzt Pressemeldungen. Man kann natürlich als Unternehmen auch selbst Pressemeldungen veröffentlichen, die in Presseportalen hochladen. Sei es eine Buchrezension, sei es einfach eine Info, dass ihr ein E-Book veröffentlicht habt. Oder sei es einfach eine ganz normale Pressemeldung vom Unternehmen, die aktuellen Projekte, die ihr habt, vorstellt und dann eben das E-Book erwähnt. Also im Großen und Ganzen nutzt viele Kanäle, nutzt die Kanäle wirklich so übergreifend, um einfach hier die Reichweite zu schaffen. Wenn wir dann die Kanäle uns ausgesucht haben, ist es natürlich auch wichtig, wie die Veröffentlichung dann am Ende aussieht. Wir wollen natürlich das E-Book dann überall verbreiten, am besten mit Link, vielleicht aber auch wird es mal dort einfach runtergeladen, dort wieder hochgeladen. Also haben wir verschiedene Möglichkeiten, sei es eine Ergänzung in den bestehenden Beiträgen, die schon sich um Nachhaltigkeit drehen, die dann euer E-Book nochmal als weiterführende Information einfach verlinken würden. Das heißt, ein neuer Artikel, der vielleicht auch das E-Book wieder eine Rezension drüber schreibt oder den als das E-Book als Quelle nimmt oder einfach das kurz mit in den Artikel mit einbindet. Muss aber natürlich nicht immer ein redaktioneller Art von Veröffentlichung sein. Eine Advertorial, die dann irgendwie mit Werbung gekennzeichnet ist, ist natürlich auch eine mega coole Werbung fürs E-Book, gerade wenn wir dann auf großen, reichweitenstarken Portalen sind. Da geht es ja dann auch hauptsächlich um die Nutzer. Pressemeldung habe ich ja auch nochmal mit aufgeführt, hatte ich ja gerade schon erwähnt, eben als unternehmenseigene Pressemeldung und allgemein als Unternehmenswerbung. Es kann ja auch mal ein Plakat sein oder es kann ja auch einfach mal ein Ad sein, irgendwie in Social Media. Also da haben wir echt mega viele Möglichkeiten. Ja, und daraus entstehen ja dann hoffentlich dann irgendwann auch Erwähnungen und Links. Die sind natürlich zum einen hilfreich für Google, dass Google sich da das E-Book genauer und öfter angucken kann. Aber es ist natürlich auch für die Leser, für die Interessenten, die dadurch aufs E-Book klicken, aufs E-Book stoßen. Und da kann ich nur sagen, es kommt jetzt gerade, wenn wir Reichweite und Aufmerksamkeit schaffen wollen, nicht unbedingt auf die Art der Verlinkung an. Für den Nutzer macht es ja sowieso keinen Unterschied. Also da gern ein bisschen offener an die Sache rangehen. Einfach jede Veröffentlichung mitnehmen, die geht. Genau, dann hat man da auf jeden Fall eine mega Reichweite, die man dann am Ende erzielen kann. Gilt natürlich auch für die Verbreitung über Social Media. Man erschließt dadurch vielleicht auch neue Zielgruppen und einfach ein bisschen breiter denken, viele Veröffentlichungen für den E-Book-Erfolg. Wenn wir dann drüber reden, wen wir dann alles kontaktieren, die Zielgruppe wird ja oft ein bisschen zu eng gesehen. Unternehmen haben ja oft vordefinierte Zielgruppen, das sind die Käufer, die Kunden, die regelmäßig dort einkaufen, die den Shop auch schon kennen vielleicht. Und
teils werden die dann als einzige Zielgruppe für die Verbreitung von einem Content-Marketing-Projekt hergenommen. Bei einem offenen und sehr breit gefächerten Thema, wie zum Beispiel jetzt Nachhaltigkeit, würde ich aber empfehlen, sich nicht zu sehr darauf zu versteifen. Man kann das Thema eben sehr gut nutzen, um auch Menschen außerhalb der Zielgruppe zu erreichen, seien es Experten, seien es Blogger, Influencer eben zum Thema Nachhaltigkeit oder seien es einfach irgendwelche Personen, die vielleicht nicht zur Alters- oder Zielgruppe eben gehören, die sich aber, die es cool finden, dass man sich als Unternehmen eben auch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Genau, deswegen einfach alle ins Boot holen, die Creators auf den Social Media, Instagram, Facebook, TikTok, alles, was es da so gibt. Sucht euch da Influencer, die passend zum Thema sind oder die vielleicht das Unternehmen auch schon kennen. Also Aufmerksamkeit schaffen zum E-Book, zum Thema Nachhaltigkeit fürs Unternehmen selbst. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen Eigenwerbung. Und im besten Fall erschließt man dadurch ja natürlich auch noch neue Zielgruppen und neue Kunden, die dann vielleicht auch eben wieder einkaufen wollen. Also Zielgruppe erweitern, überall, wo es irgendwie passt, thematisch verbreiten, damit wir eben die Klicks, die Reichweite und die Downloads erreichen können. Kommen wir zur Kontaktaufnahme. Jetzt haben wir unsere Seiten, jetzt haben wir unsere Kanäle, die Zielgruppe, aber wie kontaktieren wir die überhaupt? Ja, ich sage immer, nutzt alle Wege. Telefon, Mail, Social Media, LinkedIn, schreibt einen Brief, klopft an die Tür, wenn ihr wisst, wo sie wohnen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nutzt einfach alle Wege, schreibt nicht nur eine Mail, schreibt eine coole Mail, schreibt vielleicht auch nochmal eine Nachfassmail, versucht irgendwie die Telefonnummer rauszufinden. Wenn ihr da gar nichts findet, gerne auf Social Media anschreiben, gerade wenn ihr eben im Bereich Influencer was, einen Kontakt sucht, ein cooles Profil gefunden habt. Nutzt einfach alle Kanäle, die ihr habt. Versucht einen persönlichen Kontakt herzustellen, nutzt euren Charme, eure Argumente, um die dann von der E-Book-Verbreitung zu überzeugen und stellt so ein bisschen eine Verbindung her, weil zusammen für mehr Nachhaltigkeit ist ja immer eine coole Message, die man da irgendwie verbreiten kann und kann man sehr gut dann persönlich am Telefon, aber vielleicht auch in der Mail umsetzen. Jetzt habe ich schon die Mail angesprochen. Manchmal bekommt man vielleicht nur eine E-Mail-Adresse, manchmal wird man vielleicht am Telefon auch weitergeleitet an die Mail-Adresse. Vielleicht hat man manchmal auch zeitlich einfach nicht Zeit, da 10 Telefonate zu führen. Dann muss man natürlich irgendwie versuchen, den Charme, den man sonst irgendwie am Telefon versprüht, in die Mail zu packen. Also man muss irgendwie eine coole Mail entwerfen, die dann dem Gegenüber auf jeden Fall gleich so catcht, die ihn gleich mitnimmt. Ein bisschen mit Emotionen spielen, mit einem Zusammengehörigkeitsgefühl, eben wieder eine Verbindung mit dem Kontakt oder auch mit dem Artikel, den man vielleicht anfragt, herstellen. Und dann vielleicht auch ein bisschen eben seinen Charme, so ein bisschen den Charme einzubinden. Vielleicht nutzt man Emojis, eine natürlichere Sprache und am Ende dann am besten eine Call to Action, also eine Handlungsaufforderung, zum Beispiel gib mir gerne Feedback zum E-Book, binde das E-Book doch gerne in deinen Artikel ein oder melde dich gerne bei mir, um alles Weitere zu besprechen. Das sind so klassische Sätze, die wir da gerne benutzen. Und wenn wir da wirklich eine personalisierte Mail dann schreiben, haben wir auf jeden Fall auch die Erfahrung gemacht, da kommt man deutlich mehr Rückmeldungen als bei diesen einfallslosen und unpersönlichen Massenmailings, die dann sich nur darum gehen, ich habe gesehen, du hast einen Artikel und wir würden da gerne was ergänzen und ich freue mich, wenn du dich mal zurückmeldest. Also das ist dann auf jeden Fall nicht the way to go, sage ich mal. Genau, aber im Endeffekt, wenn dann mal ein cooler Mail-Entwurf steht, darf man den natürlich auch an mehrere Kontakte schicken. Also das soll auf jeden Fall nicht für jeden Kontakt so eine eigene Mail. Also man muss ja dann nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Aber dennoch personalisieren, geht auf einzelne Punkte im Artikel ein. Guckt einfach, dass ihr da so ein bisschen mit der Emotion oder vielleicht auch mit der Message von dem Gegenüber interagieren könnt, eben diese Verbindung herzustellen. Dann ist die Antwortquote auf jeden Fall deutlich besser. Ja, die äußeren Faktoren, das sind natürlich Faktoren, die man nicht so direkt beeinflussen kann. Man hat da so ein Thema erstellt und kommt vielleicht eben aufgrund der äußeren Faktoren eben nicht an, weil zum Beispiel andere Themen in den Medien, in den sozialen Medien vielleicht gerade wichtiger sind, vielleicht ist irgendwas gerade viral gegangen, vielleicht sind auch irgendwie gerade politische Themen aktueller. Saisonale Themen kommen natürlich auch mal mit rein, die man Weihnachten, Winter, wie auch immer, vielleicht ist auch gerade irgendwie wieder eine Katastrophe
wenn man es jetzt mal negativ sehen will, passiert, da hat dann der ein oder andere vielleicht keine Zeit für Nachhaltigkeit oder keine Zeit dafür, einen Artikel zu veröffentlichen, oder die kommen vielleicht auch nicht ganz so gut an, und wenn, dann sind sie vielleicht irgendwo ganz weit hinten auf einer Website. Genau, also da ist ein bisschen schwierig, da dann wieder ja, reinzukommen. Vielleicht ist es aber auch so, dass über das Thema Nachhaltigkeit gerade irgendwie negativ berichtet wird. Es kamen dann wieder Stimmen auf, ja, ist doch alles in Ordnung, Umweltschutz ist nicht so nötig, Nachhaltigkeit ist totaler Quatsch und so weiter. Da muss man natürlich dann auch erstmal gucken, das dann wieder so ins Positive zu ziehen und zu erklären, warum man jetzt eigentlich was zu Nachhaltigkeit veröffentlicht hat, weil das ist ja eigentlich ganz cool und es ist auch auf jeden Fall nötig, sich Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Kann natürlich aber auch sein, dass das Unternehmen selbst, also ihr, die ihr das E-Book erstellt habt, gerade irgendwie negativ in den Schlagzeilen sind. Muss ja nicht unbedingt mit dem E-Book-Thema zusammenhängen, aber da könnte natürlich auch der ein oder andere sagen, nee, mit dem Unternehmen da was zu veröffentlichen, da was machen will ich vielleicht jetzt auch nicht gerade, könnte vielleicht irgendwie blöd rüberkommen. Ja, in solchen Situationen hilft nur so ein bisschen abwarten, bis sich die Lage beruhigt, und dann einfach ein bisschen neu starten. Mal 2-3 Wochen warten, vielleicht sich eine neue Strategie überlegen und in der Zeit aber auch gucken, was gibt's denn da für Kritikpunkte? Was ist denn da negativ berichtet, oder was ist denn negativ über das Unternehmen berichtet worden? Und dann kann man die natürlich auch gut in die Outreach-Kampagne mit einbinden. Man kann Stellung dazu nehmen, man kann die möglichen Gegenstimmen vielleicht gleich mal gucken, was da kommen könnte, sich darauf vorbereiten und dann gleich mit Argumenten so ein bisschen relativieren, sage ich mal. Und dann ist man da eigentlich auch gut aufgestellt, um auch bei einer negativen äußeren Umgebung, sage ich mal, da gut wieder reinzukommen. Was noch ein Thema sein könnte, ist natürlich, dass das Thema einfach out of date, einfach nicht mehr aktuell ist. Vergeht natürlich viel Zeit von der Themenfindung bis zur Erstellung, bis es dann endlich veröffentlicht wird. Und da kann es natürlich schon mal passieren, dass man sich da ein Thema ausgesucht hat, das dann in der Zukunft sozusagen nicht mehr so wichtig ist oder nicht mehr ganz so aktuell ist wie damals. Dann kann ich einfach sagen, dann macht es einfach wieder aktuell. Ihr habt da die Kontakte, ihr könnt gucken, wer hat denn früher oder damals mal was zu dem Thema veröffentlicht, wer hat denn einen Nachhaltigkeitsblog, wer ist denn ein Nachhaltigkeitsblogger, und macht es einfach wieder aktuell. Ihr könnt da Artikel veröffentlichen, ihr könnt mit Redakteuren zusammenarbeiten, mit Bloggern, und dort eben euer E-Book wieder reinbringen und sagen, hey, guck mal, wir haben da ein mega cooles E-Book, und eigentlich so unaktuell ist das Thema gar nicht, das ist doch eigentlich immer noch wichtig. Und überzeugt euren Gegenüber einfach davon, dass das Thema einfach wert ist, es weiterhin zu veröffentlichen. Kommen wir zu den inneren Faktoren. Das sind natürlich Faktoren, die so im Unternehmen selbst sind, die man selbst beeinflussen kann. Man muss natürlich das E-Book oder euer Content-Marketing-Projekt mit euch selbst, mit dem Unternehmen verknüpfen, weil so Projekte haben ja nicht unbedingt immer mit dem Kernthema oder mit den Kernprodukten des Unternehmens zu tun. Man wählt oft ja auch bewusst ein anderes Themengebiet, was aktuell ist, was innovativ ist irgendwie, damit das Unternehmen auch ein bisschen offener wirkt, so ein bisschen mit der Aktualitätswelle mitschwemmen kann eben vielleicht auch eben die neuen Zielgruppen zu erschließen. Bei den Kernthemen ist es ja immer so, das ist bekannt, jeder weiß, was ihr macht, und die Zielgruppe ist da so ein bisschen festgefahren, deswegen nimmt man eben ein anderes Themengebiet. Und da gilt es eben dann eben die Verknüpfung herzustellen zwischen dem vielleicht etwas ungewöhnlichen Thema oder etwas themenfremden Projekt und dem Unternehmen. Also auf jeden Fall hier das Unternehmen integrieren. Bei der Nachhaltigkeit ist es zum Beispiel so, beschreiben, was man selbst als Unternehmen für die Nachhaltigkeit tut. Was tut man im Hinblick auf die Mitarbeiter, vielleicht auf den Versand, wenn man Produkte versendet? Unterstützt man vielleicht irgendwie ein Projekt? Hat man nachhaltige Produkte im Angebot? Hat man nachhaltige Partner, vielleicht Logistikpartner, die sich hier auch ganz stark für die Nachhaltigkeit einsetzen? Und man kann natürlich auch immer die Leute mit auf die Reise nehmen, die man selbst unternimmt, um in Zukunft noch nachhaltiger zu sein. Kein Unternehmen ist ja von Beginn an zu 100% nachhaltig. Da geht man in kleinen Schritten voran. Das kann man natürlich dann auch gut in die Kampagne einbeziehen, um so vielleicht auch so ein bisschen vorzubeugen für mögliche Kritik. Vielleicht sagt jemand, man betreibt da Greenwashing oder so, aber wenn man da wirklich ehrlich mit seinen Lesern ist, mit seinen Kunden oder auch mit allen, denen man dann das E-Book zeigen möchte und zeigt hier, das tun wir als Unternehmen, wir haben eben nachhaltige Produkte, wir wollen in Zukunft auch mehr nachhaltige Produkte anbieten, wir sind in unseren Büros schon sehr nachhaltig unterwegs und so weiter, dann kann man da auch einfach zeigen, dass man jetzt nicht hier sagt, hey, ich bin jetzt die nachhaltige
nachhaltigste Firma der Welt, sondern auch wirklich erstmal was dafür tun muss und das aber auch tut und das auch versucht umzusetzen. Die Zeit ist auch ein wichtiger Faktor im Outreach-Prozess und zwar in mehreren Ebenen. Gehe ich erstmal auf die Saison ein. Nachhaltigkeit ist hier jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, weil es irgendwie allgegenwärtig ist. Deswegen habe ich ein kleines Exkursbeispiel mir ausgesucht. Zum Beispiel ein E-Book zum Thema Gärtnern, Grillen, irgendwas Sommerliches einfach. Das kann man natürlich im Winter nicht so gut spielen. Im Winter will irgendwie keiner gärtnern oder kann keiner gärtnern, weil vielleicht überall Schnee liegt oder der Boden vereist ist. Grillen tun vielleicht nur die harten Leute, sage ich mal. Und ein Sommerthema im Winter zu sieden oder zu verbreiten, ist nicht ganz so optimal. Also da sollte man sich dann auf jeden Fall den Frühling, den Sommer dafür nutzen. Also da am besten die Saison in den Zeitrahmen und in den Zeitrahmen von Erstellung bis zur Veröffentlichung dann auf jeden Fall mit einbeziehen, mit in den Outreach-Prozess einrechnen, dass man dann auch wirklich zum passenden Zeitpunkt starten kann und dann das E-Book sozusagen frühlings einfach fertig ist, dass man dann auch gleich in diese, oh cool, es ist bald Sommer, wir können bald wieder draußen grillen und gärtnern und machen und tun, dass man da zum Beispiel dann mit ins Thema reinsteigen kann und dann gleich auch mit auf die ganzen Artikel mit aufspringen kann. Passen dazu natürlich die aktuellen News. Wenn es da aktuell keine News gibt im Winter zum Thema Grillen, kann man natürlich da auch keine Artikel zum Ergänzen finden. Da einfach auch den richtigen Zeitpunkt erwischen, sage ich mal. Überlegen, wird viel über das Thema berichtet, zu welcher Zeit gibt es da in dem Moment dann auch gute Artikel, damit man eben eine gute Grundlage für das E-Book, für Ergänzungen und so weiter hat. Wenn es irgendwie dann doch blöd gelaufen ist und man dann doch im falschen Zeitraum ist oder es irgendwie gerade gar keine aktuellen News zum Thema gibt, dann einfach der Tipp, geht nicht auf Ergänzungen, sondern erstellt neue Artikel. Macht das Thema präsenter, fragt vielleicht auch mal eine Content-Brücke an, dass ihr dann sagen könnt, hier, das kann man doch gut verbinden mit eurem Thema. Oder geht gerne auch mal auf ältere Artikel ein, tut die aktualisieren und nochmal neu veröffentlichen oder redet mit dem Autor von dem älteren Artikel, ob man da nicht mal was Neues machen können und zusammen dann irgendwie die News beeinflussen können, dass das Thema irgendwie wieder aktueller wird. Der letzte Faktor ist auch die Outreach-Dauer. Das ist der letzte Zeitfaktor. Da auf jeden Fall lang verbreiten. 2 Monate verbreiten ist definitiv zu wenig. Da sollte man auf jeden Fall mindestens 4 Monate einsetzen. Wir empfehlen immer 6 Monate Outreach-Zeit, sage ich mal, also von Veröffentlichungszeitpunkt ab 6 Monate, dass man da auf jeden Fall die Zeit hat, es zu sieden, dass man vielleicht auch die Strategie nochmal anpassen kann. Man hat da ja auch so ein bisschen das nach 1-2 Monaten erst so ein richtiges Feedback bekommen von den Gegenüber, was man vielleicht noch ändern könnte, wie man an die Kampagne anders rangehen kann, wie man den Outreach so ein bisschen anders aufbauen kann, macht man ja auch seine eigenen Erfahrungen dann in der Zeit. Und deswswegen auf jeden Fall langfristig sieden und damit auch die Erwähnungen, die Links, die Aufmerksamkeit, die Reichweite einfach so auch so ein bisschen wirken kann. Wenn wir, den Wettbewerb ist natürlich auch ein wichtiger Punkt hier in der, im Outreach, sage ich mal. Den sollte man auf jeden Fall im Blick behalten aus unserer Sichtweise. Und da meine ich jetzt nicht den Wettbewerber, der aus der gleichen Branche stammt und der die gleichen Produkte wie ihr anbietet, sondern die Wettbewerber, die ein ähnliches E-Book, die vielleicht ein ähnliches Content-Marketing-Projekt veröffentlicht haben oder die vielleicht sogar eben einen kompletten Blog zum Thema Nachhaltigkeit haben oder eine komplette Website zum Thema Nachhaltigkeit oder die vielleicht der eine Nachhaltigkeitsredakteur, der irgendwie jeden Artikel irgendwie so ein bisschen beeinflusst hat, ist. Und da kann man sich auch gut schauen und mal vergleichen, was machen die anders oder machen die es vielleicht ähnlich wie wir? Betreiben sie vielleicht Outreach und kann man das erkennen? Kann man da vielleicht mal gucken? Sind die irgendwo mal verlinkt in einem anderen Artikel? Gibt es da vielleicht einen neuen Artikel, wo da deren E-Book schon oder deren Kampagne schon mit drin ist? Tun sie es vielleicht auch auf Social Media verbreiten? Das kann man dann gut auch erkennen, indem man da mal sucht, indem man da mal das Unternehmensprofil vielleicht auch anschaut. Man kann natürlich auch die Tools verwenden, einfach die Google-Suche verwenden, um zu sehen, wie viele Seiten verlinken denn schon auf deren Landingpage, haben sie sich schon Erwähnungen und Links einsammeln können und gerne auch mal einfach gucken, findet man raus, wo das E-Book überall irgendwie erwähnt wird, wurde es vielleicht wirklich in ein E-Book-Portal hochgeladen, wurde vielleicht wirklich mal eine Pressemeldung da veröffentlicht.
Ja, und da kann man sich natürlich dann einiges abschauen. Ihr könnt die gleichen Social-Media-Profile anschauen, da mal anfragen, ob sie vielleicht auch Lust hätten, euer E-Book zu verbreiten. Oder man sucht sich einfach ähnliche Profile raus oder geht mal so ein bisschen in die Tiefe. Wem folgen die denn? Kann man da irgendwie aus dem Network, sage ich mal, ein bisschen was ja, abschauen? Und guckt einfach nach ja, Magazinen, Blogs, Zeitungen, die da, wo der andere Artikel, der das andere Projekt schon verlinkt ist oder einen ja, ergänzt wurde. Fragt da an, ob da eben Interesse besteht, das E-Book zu teilen, zu verlinken oder sagt, oder wenn euer sogar vielleicht besser ist, ist es natürlich auch ein cooles Argument, das vielleicht dann auch sogar zu ersetzen. Aber da haben wir auch das Content-Thema. Da kann man natürlich auch gute Texte und die Inhalte des Wettbewerbs anschauen. Wie wurde es umgesetzt? Gibt es da vielleicht Punkte zum Thema, die man selbst irgendwie nicht angebunden, also nicht eingebunden hat? Genau, aber da der Content-Bereich, der gehört Christoph. Deswegen darf ich das Wort jetzt an dich übergeben. Claudia, gern den Bildschirm. Ja, danke schön, das mache ich. Einen Moment. So, wunderbar. Genau, die Content-Maßnahmen, sehr schön, die Content-Maßnahmen. Ich habe euch mal 4 Stück mitgebracht, nämlich zum einen kann man die Landingpage überarbeiten, auf der das E-Book quasi platziert ist, dann das E-Book selber aufwerten, den Content, den man geschrieben hat, den man für das E-Book verwendet hat, den kann man recyceln oder, und das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, die Content-Strategie zu überarbeiten. Was denke ich ganz wichtig ist, was egal welche Maßnahme man macht, ist es immer davon abhängig, welche Ziele hatte man sich gesetzt und welche Ziele wurden nicht erreicht. Und genau jetzt hier zum Beispiel im Fall der Landingpage, da könnte man zum Beispiel anfangen, indem man nochmal eine Zielgruppeninteressensanalyse macht, also dass man sich wirklich schaut, was interessiert denn meine Zielgruppe, auch damit einhergehend eine Keyword-Recherche machen. Je nach Zielgruppe zum Beispiel auch mal schauen, welche Themen werden in Social Media diskutiert. Genau, im Zuge der Keyword-Recherche dann auch Content überarbeiten, Keywords einbauen. Das heißt, dass man wirklich die Inhalte auf der Landingpage SEO optimiert. Genau, aber das ist das, was ich gerade eben angesprochen habe. Da muss man natürlich im Voraus mal prüfen, rankt denn die Landingpage schon ganz gut? Oder rankt die eben noch gar nicht? Wenn sie jetzt zum Beispiel noch gar nicht rankt, dann macht so eine SEO-Optimierung natürlich Sinn. Allein dadurch, dass man dann eben organischen Traffic abgreifen kann. Wenn die Landingpage aber schon ganz gut rankt und das E-Book wird trotzdem nicht downgeloadet, dann muss man sich natürlich überlegen, ist das E-Book vielleicht nicht an der richtigen Stelle platziert oder was sind sonst die Probleme? Genau. Mit der Keyword-Recherche einhergehend auch mal eine SERP-Analyse machen, also wirklich die Suchergebnisse anschauen, die für mein gewähltes Keyword ausgespielt werden und dann mal vergleichen, ist denn das Thema, das ich da spiele, überhaupt das Richtige? Ist das die richtige Suchintention? Also den Vergleich zwischen einer transaktionalen Suchintention und einer informationalen Suchintention und dann eben bewerten, ob man vielleicht den Keyword-Fokus der Landingpage auch ja, einfach ändern muss. Genau, dann sowas wie Infografiken, Expertenmeinungen, das kann man auf jeden Fall auch schon auf der Landingpage spielen, um das Ganze, um das Ganze interessanter zu machen. Also das ist was man nicht nur in dem E-Book dann selber eben platzieren sollte, sondern womit man dann eben auch schon ganz offensiv werben kann, sage ich mal. Wenn man dann zum Beispiel so Kästen einbaut, wo eben der Experte schon zur Sprache kommt und dann eben gleichzeitig dann im E-Book natürlich oder auf das E-Book verweist, dass da eben dann noch mehr Informationen zu finden sind. Und genau mit so Sachen wie Fettungen, Bullet Points und sowas kann man die Landingpage natürlich auch optisch ein bisschen aufwerten und einfach für den Leser interessanter machen. Genau, der zweite Punkt ist, das E-Book selber aufzuwerten. Da muss man natürlich sagen, dass das mit einem deutlich höheren Aufwand verbunden ist, weil das E-Book ja schon fertig gelayoutet ist. Gleichzeitig sollte man natürlich da auch wirklich ehrlich mit sich in die Kritik gehen und sich überlegen, ist das E-Book
wirklich, also hat es ein Alleinstellungsmerkmal? Macht es vielleicht Sinn, dass wir nochmal irgendwie eine Infografik mit reinnehmen, dass man nochmal nach Experten sucht, die vielleicht ihre Stimme auch in das E-Book geben, eben, dass man einfach ja, was Besonderes hat, was es halt sonst noch nicht gibt. Genau, um so halt einfach ja, die Reichweite für das und die Aufmerksamkeit noch mehr auf das E-Book zu lenken. Genau, und gerade jetzt zum Beispiel, wenn man Experten dazu nimmt, dann hat es eigentlich gleich mehrere Funktionen, nämlich zum einen sind diese Experten ja oft in der Branche schon selber vernetzt. Also das heißt, man kriegt nicht nur sehr guten Input eben für sein E-Book, sondern die Experten selber können das dann eben auch auf den eigenen Social-Media-Kanälen und so weiter dann wieder verbreiten. Genau, Content recyceln, Content neu aufbereiten. Damit ist einfach gemeint, dass man ja diesen hochwertigen Content, den man ja schon in seinem E-Book erstellt hat, dass man den einfach in verschiedenen Kanälen auch nutzen kann. Also das heißt, man kann Blogbeiträge zu einzelnen Kapiteln zum Beispiel erstellen oder Magazinartikel. Man kann das Ganze als Social Media Post neu aufbereiten. Man kann auch mal irgendwie bewegten Content dazu machen in Form von Videos, Reels, Stories und so weiter, Newsletter-Beiträge und so weiter. Von diesen einzelnen Beiträgen dann wiederum kann man auch auf das E-Book selbst dann wieder verlinken. Das heißt, man schlägt eigentlich auch hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Nämlich zum einen kann man die Aufmerksamkeit eben auf das E-Book lenken. Und zum anderen hat man eben auch die Möglichkeit, dass die Blogbeiträge eben selber Traffic einsammeln, dass man auf Shopseiten wiederum verlinken kann oder zum Beispiel über die Social-Media-Beiträge neue Likes bekommt, neue Kommentare und so weiter. Genau, also eigentlich in das Thema quasi aufnehmen, was die Linda gerade gesagt hat, und der neue Content spielt dann eben auch in den Outreach wieder mit rein. Genau, ich habe es schon angesprochen, die Content-Strategie, das ist eigentlich das, was ich als wichtigstes Kriterium sehe, weil das ist auch, wenn wir in der Agentur so ein Content-Marketing-Projekt angehen, dann ist uns immer ganz wichtig, dass man da eben ja, strategisch rangeht, und da steht eben als erstes immer mal eine Zielgruppeninteressensanalyse dann dahinter. Also das heißt, wir machen eine Keyword-Recherche, wir schauen uns an, was interessiert denn die Zielgruppe. Was wir mit unseren Kunden dann auch immer machen, ist eine Themenfindung, dass man wirklich in einem Workshop mal zusammen in dieses ganze Thema reingeht und sich überlegt, was ist denn das geeignete Thema für das Unternehmen und für den Nutzer. Also was möchte der Nutzer wirklich wissen? Genau, wir recherchieren dann auch geeignete Experten. Also zum Beispiel, also es gibt natürlich, kann man auch interne Experten nutzen. Wir haben da jetzt auch mit einem Kunden zusammen ein ganz gutes Beispiel, wo wir wirklich, der Mitarbeiter des Kunden in der Branche wirklich, wirklich deutschlandweit bekannt ist, und den kann man natürlich dann super einsetzen, dass der da seine Stimme für das E-Book hergibt und man den dann schön zitieren kann. Genau. Genau, dann muss man sich natürlich auch überlegen, was sind denn zielgruppengerechte Content-Formate, wo macht es denn Sinn, dass man eine Infografik mit einbaut. Da muss man natürlich auch so ein bisschen überlegen, in welcher Branche ist das Unternehmen. Ist natürlich jetzt ein Unterschied, ob das in der Modebranche ist, da kann man das Ganze ein bisschen hipper gestalten, oder ob das jetzt zum Beispiel eine Bank ist, dann sollte man das Ganze natürlich ein bisschen schlichter angehen und so weiter. Genau, Distributionskanäle, also das, was ich gerade eben auch schon angesprochen habe, dass man sich auch überlegt, wie können wir das Ganze denn verbreiten? Genau, wie kann man sich selber auch als Experte darstellen? Und genau. Ja, und am Ende dann natürlich auch die richtigen Ziele stecken, als zum Beispiel, dass man sich als Experte für ein Thema darstellt, dass man mehr Sichtbarkeit für die eigene Brand und für die Website generiert. Genau, das eine Steigerung der Conversion zur Website eben, oder eine Lead-Generierung. Also wir haben ja vorhin auch gesehen, dass ihr auch ganz unterschiedliche Ziele für eure Content-Marketing-Projekte habt. Und genau darauf sollte die Strategie dann auch immer einzahlen. Genau, dann komme ich noch zu ein paar weiteren Marketing-Maßnahmen, die man so
ergreifen kann, zum Beispiel den Newsletter nutzen, um das E-Book eben zu verbreiten. Man kann das Ganze auf der Startseite einbinden, dort zum Beispiel verlinken, ist natürlich dann auch ein ganz starker Link. Man kann das Ganze als Druckversion anbieten und irgendwie in Verkaufsräumen oder so auslegen. Das ist auch eine Möglichkeit. Genau, Social Media Kanäle nutzen haben wir schon, haben wir schon gehört vorhin. Mitarbeiter einbeziehen, also dass auch wirklich die eigenen Mitarbeiter das über LinkedIn oder andere Social Media Kanäle verbreiten. Genau, dass man, ja genau, Ads schalten ist natürlich auch eine Möglichkeit, sei es jetzt über Google oder Social Media, oder dass man vielleicht auch mal eine Pressemitteilung veröffentlicht. Genau, ein ganz kurzer Exkurs dazu, wie wir da vorgehen. Also bei uns spielt auch das Stichwort Mehrweg-Content eine ganz wichtige Rolle. Also wir versuchen wirklich, dass, wenn wir schon so ein hochwertiges Content-Piece haben, dass wir es eben auch ganzheitlich ja, vertreiben, sage ich mal. Und wie gesagt, das ist dann immer auch so ein Wechselspiel. Also natürlich profitiert das E-Book von diesen einzelnen Content-Pieces, die man dann eben hat. Sei es jetzt zum Beispiel der Newsletter, wo man den Content präsentieren kann, oder ja, Social-Media-Themenstrecken. Aber diese einzelnen Content-Pieces für sich sind natürlich auch ganz wichtig. Genau, und da habe ich hier einfach mal ein paar Möglichkeiten, die man eben hat. Wir haben neulich auch mit einem Kunden das wirklich so in der Strategie komplett umgesetzt, dass wir auch wirklich Videos mit Experten dann gedreht haben, die wir auf YouTube und in Podcasts gespielt haben und so. Also da hat man so viele Möglichkeiten, die man dann noch eben nutzen sollte, wenn man schon so ein hochwertiges, ja, so hochwertigen Content eben produziert. Genau, dann möchte ich noch ganz kurz auf ein paar SEO-Maßnahmen zu sprechen kommen. Genau, den Keyword-Fokus stärken. Das habe ich vorhin schon anhand der Landingpage gezeigt, wie man da vorgehen kann. Was auch noch so ein wichtiges Thema ist, sind natürlich interne Verlinkungen. Dass man zum Beispiel, wenn man schon themennahe Blogbeiträge hat, die auch nochmal selber angeht und ja, auf die Landingpage des E-Books verlinkt. Genau, dann sollte man auch mal prüfen, ob nicht vielleicht irgendwo Keyword-Kannibalisierung oder so vorliegt. Also, dass man vielleicht schon einen Blogbeitrag oder eine andere URL hat, die schon für das Keyword rankt, eben auf die auch die Landingpage des E-Books ausgerichtet ist, dass man sich da nicht selber in die Quere kommt. Genau, technische Geschichten wie Ladezeit, dann ist die Seite zum Beispiel überhaupt indexiert. Also sowas haben wir auch schon gesehen. Sind die Canonicals richtig gesetzt? Also so Kleinigkeiten können da eine wichtige Rolle spielen. Dass man auch ja, die ganze Domain betrachtet, weil Google bewertet ja nicht nur einzelne URLs, sondern eben auch die Domain als Ganzes. Und genau, einfach noch so als Hinweis, da wirklich Tools auch mit einbeziehen, also die Search Console, Systrix oder was man im Einsatz hat, um eben zu prüfen, wo können denn die Probleme liegen. Genau. Dann möchte ich euch gerne noch ein paar präventive Maßnahmen mitgeben, damit es dann vielleicht beim nächsten Mal besser läuft. Genau, dass man einfach ein Thema wählt mit Unternehmensverbindung. Also das heißt, ich habe vorhin schon das Modeunternehmen angesprochen. Ich glaube, ein Modeunternehmen, das sich jetzt irgendwie mit einem technischen Thema beschäftigt, da fragt sich zum einen da fragt sich der Nutzer, macht das Sinn? Und das, da fällt es einem einfach schwer, dass man eben das Vertrauen des Nutzers erlangen kann. Dann eben, dass man vorab eine Content-Strategie erarbeitet, also das heißt, wie soll mein Content aussehen, aber eben auch alles, was danach kommt, wenn der Content eben erarbeitet wurde. Dass man auch ein Thema wählt mit Zukunftscharakter und ja, also eben langanhaltende Trendwelt und nicht irgendwie was Kurzfristiges. So kurzfristige Sachen, die eignen sich natürlich immer für Social Media, für einen Blogbeitrag oder also so einen Newsbeitrag oder so, aber eben für so ein großes, so, für ein großes Content-Marketing-Projekt, da sollte man schon immer schauen, dass man auch wirklich ja, Evergreen-Content erzeugt, der lange funktioniert, weil nur so hat man dann auch wirklich was Langfristiges von diesem hochwertigen Content. Genau, das hat die Linda vorhin schon gesagt, dass man eben auch den Veröffentlichungszeitpunkt eben perfekt abstimmt.
dass man mal anschaut, wie funktionieren denn ähnliche Themen und ja auch wirklich die Performance mal abprüft, wie funktionieren die, was sind da vielleicht die Probleme. Genau, dass man wirklich schaut, dass man ja, Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale sowohl im E-Book als auch auf der Landingpage hat. Das habe ich vorhin auch schon mal gesagt. Also da, das geht eben super, wenn man sich Experten ins Boot holt. Ja, man darf sich auch nicht davor scheuen, wirklich mal eine Umfrage zu machen. Kann man auch super auf Social Media natürlich machen, was die Follower dann lesen wollen, welche Themen interessant sind. Also da einfach auf die eigene ja, Community auch so ein bisschen hören. Dann natürlich auch ein uniques Thema wählen, also kein Thema, das es irgendwie schon 10-mal gibt. Das haben wir auch schon gesagt, eben Ziele einfach genau definieren. Und bei Bedarf auch wirklich eine Einschätzung des Themas oder auch von der ganzen Kampagne von außen dazu holen. Genau, dann kommen wir schon zu unseren Learnings, die ihr mitnehmen solltet. Ich habe es ja schon gesagt, für mich eigentlich das Wichtigste, dass man eben strategisch vorgeht. Dass man alle Faktoren, die wir jetzt genannt haben, auch mit einbezieht. Genau, dass wir dann auch vorausschauend planen, eben das Zukunftsthema, ein Evergreen-Content eben erstellen können. Genau, und am Schluss bleibt einfach nur zu sagen, wenn es mal wirklich irgendwie gar nicht funktioniert, wenn es irgendwie gar nicht will und auch mit den Verbesserungsmöglichkeiten irgendwie nicht, einfach nicht sein soll und sein will, anscheinend abhaken und weitermachen. Man muss da jetzt irgendwie nicht nachtrauern und ja, es kann nicht alles immer zu 100% gut klappen und dann da einfach nicht mehr, ja, vergessen, nicht, aber natürlich da einfach besser machen, das nächste Mal weitermachen und das so ein bisschen, ja, in die Schublade stecken. Ja. So, die Quintessenz von uns, von unserem Webinar, dein E-Book, dein Content-Marketing-Projekt oder was auch immer du dann spielen willst, kann trotz der Startschwierigkeiten natürlich ein voller Erfolg werden. Und dann sind wir auch schon am Ende und sind gespannt auf eure Fragen dann später. Genau, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch, Linda und Christoph, für die spannenden Einblicke. Ich denke, die Zuschauer und Zuhörer konnten da auf jeden Fall einige Tipps und Tricks für ihre Kampagnen mitnehmen und werden alle erfolgreich werden in Zukunft. Genau, bevor wir in die Q&A-Session starten, möchte ich euch alle nochmal auf unsere Webinarreihe hinweisen. Passend eben auch zu dem Thema Content gibt es 4 Teile, da werdet ihr wirklich umfassend, sage ich mal, informiert. Und für alle, die natürlich dann immer noch nicht genug haben, haben wir auch noch passende White Paper. Wenn ihr da nochmal kurz auf die nächste Folie klicken könntet. Genau, die könnt ihr euch gerne über unsere Website oder eben auch hier in der Präsentation über den Link kostenlos downloaden und erhaltet da natürlich noch mehr Informationen. Genau, die nächste Folie, da sollte jetzt gleich nochmal der QR-Code erscheinen. Genau, da ist auch schon eine Frage da. Stellt gerne noch eure Fragen rein, falls euch etwas einfällt. Falls nicht, gerne auch im Nachgang nochmal an marketing@eology.de und das beantworten wir gerne noch per Mail, per Anruf, was auch immer. Genau, vielleicht könnt ihr beide mal darauf eingehen. Genau, also ich gehe einfach mal auf die erste Frage ein zum Thema KI. Also da muss ich sagen, wir sind natürlich, also wir führen natürlich regelmäßig oder eigentlich dauernd Tests durch mit in Bezug auf KI. Vor allem natürlich ChatGPT ist ja gerade in aller Munde. Hier schreibst du jetzt, das Content zu bewerten. Also da wüsste ich jetzt nicht, wie es funktionieren soll. Aber da kann ich auch gerne nochmal bei uns intern nachfragen, wie wir das handhaben. Also du kannst dich auch gerne nochmal per Mail an mich wenden und dann können wir da uns dazu nochmal austauschen. Genau, also ich glaube gerade bei einem Content-Marketing-Projekt, das von der KI bewerten, das vielleicht eine ganz andere Datengrundlage auch hat, als wir jetzt aktuell haben. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn der KI wirklich unser Content bewertet. Wir sagen ja auch immer, wir machen Content für den Nutzer. Und wenn wir dann irgendwie, wenn eine KI uns dann sagt, wie gut der Content für den Nutzer ist, dann ist für mich auch ein bisschen so die falsche Herangehensweise. Eine KI
Klar, wird uns irgendwann vielleicht gut eine gute Unterstützung sein, aber da sagen auch wir, in der KI kann man ja auch nicht zu 100% immer alles glauben, was sie gleich ausspuckt. Genau. Dann würde ich die nächste Frage gleich mal sieden. Sieden kommt aus dem Englischen und bedeutet säen. Also wir versuchen da sozusagen das E-Book, das Content-Marketing-Projekt ins Internet oder in das ganze World Wide Web rauszusäen, dass wir da sozusagen so ganz kleine, überall so ein paar kleine Content-Pieces oder unser E-Book dann immer überall so ein bisschen unterbringen können, überall unseren Inhalt ein bisschen verbreiten können, ist sozusagen für uns ein klassischer Begriff im Outreach eben, dass man eben sagt, man geht an andere Leute hin und versucht dort das E-Book zu platzieren. Genau, wenn man, welche Tools kann man für die Erfolgsmessung meiner Content-Produkte einsetzen? Da nutzen wir gerne ja die klassischen SEO-Tools, Sistrix, Ahrefs, Search Console, eben Link Research Tools. Da gucken wir natürlich dann nach Keyword-Rankings. Da gucken wir, wie sieht es denn in den SERPs aus? Für welche Keywords ranken wir überhaupt? Finden wir da Links dazu, die zu unserem E-Book eben kommen. Da kann ich aber auch nur als Tipp mitgeben, verlasst euch da nicht auf ein einziges Tool, fragt da auch gern mal mehrere an, guckt, wie das da ist, weil ein Tool ist nicht immer fehlerfrei, sage ich mal. Ich hatte tatsächlich ein Content-Marketing-Projekt, das ist in einem Tool, hat es null Ergebnisse angezeigt, wir waren schon mega enttäuscht, keine Keyword-Rankings vorhanden, keine Links vorhanden, voll blöd, und haben jetzt einfach mal in mehreren anderen Tools reingehauen und da waren da die Ergebnisse auf jeden Fall sichtbar. Dann haben wir einen Support geschrieben und im Endeffekt hat dann da das Tool einfach nur in dem Moment so ein bisschen einen Aussetzer, einen Fehler gehabt oder einen Bug oder irgendwas, dass es da die Daten eben nicht anzeigen konnte. Also da auf jeden Fall mehrere Tools nutzen. Nutzt eure Tools, die ihr vielleicht sowieso schon im SEO in Benutzung habt und guckt, dass ihr da so das große Ganze sehen könnt und nicht nur das auf ein Tool begrenzt. Genau, ich schnapp mir mal die nächste bezüglich der Content-Kanäle. Das spielt so ein bisschen da rein, was ich vorhin gesagt habe. Also es macht auf jeden Fall Sinn, mehrere Content-Kanäle zu bedienen, weil es ist so, wenn man so ein umfangreiches E-Book zum Beispiel schreibt, dann beschäftigt man sich ja intensiv mit dem Thema. Also man ist dann ja auch wirklich, gut, man ist sowieso Experte, aber dann kann man da eben auch super gleich noch im Blogbereich zum Beispiel ein paar Beiträge schreiben, die dann auch wirklich Keyword-optimiert sind, also dass man dann auch organischen Traffic dafür bekommt. Das kann man natürlich super machen und dann wiederum auf das E-Book verlinken. Genau, oder halt auch Social Media ist da ein ganz wichtiges Instrument, dass man eben da den Content eben verbreitet und dann gleichzeitig wiederum auf das E-Book verweisen kann. Ja, danke euch auf jeden Fall für die Antworten. Ich glaube, es kommen gerade keine Fragen mehr rein. Falls euch doch was einfällt, könnt ihr euch gerne jederzeit melden. Ich möchte euch jetzt noch zum Abschluss kurz darauf hinweisen, dass wir am 20. und 21. Juni auf der K5 in Berlin sind. Kommt gern vorbei, wenn ihr auch dort seid. Wir können uns gern vernetzen, gern auch im Vorab schon einen Termin vereinbaren. Genau. Und als nächstes möchte ich mich eigentlich nur noch bedanken bei euch, dass ihr alle so zahlreich dabei wart. Wir haben so viel heute auch von Social Media gesprochen. Ihr könnt euch gerne mit uns vernetzen. Wir sind eigentlich auf allen Kanälen aktiv. Da bekommt ihr Einblicke in unser Agentur-Live, sage ich mal. Und genau, wir freuen uns immer über neue Follower. Genau, und noch zum Abschluss, falls ihr in dem Thema Social Media Marketing noch nicht ganz so aktiv seid oder noch Unterstützung braucht, unser nächstes Webinar geht genau um dieses Thema. Der Anmeldelink ist auch schon auf der Webseite. Also wer Interesse hat, wer da gerne mal mit reingucken will, kann sich gerne anmelden. Ich bedanke mich bei euch nochmal, Linda und Christoph. Und wünsche euch allen einen schönen sonnigen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Danke fürs Zuhören. Ciao.